Wir müssen vielleicht auch mal auf Clay-Reise gehen. Auf Lähm-Reise. Ich höre einen Zombie. Ist sehr, sehr schön, wenn man in den Keller geht und einen Zombie hört. Das höre ich auch immer als erstes, wenn ich bei uns in den Keller gehe. Weil wir auch kleine Monster irgendwo in den Ecken haben. Sowas wie Spinnen beispielsweise. Oh. Ich weiß gerade nicht, ob das so gut passt, wenn ich das jetzt erzähle, aber ich erzähle es einfach mal. Ich hatte den einen Tag, ich glaube, ich habe irgendwo noch das Foto davon, vielleicht muss ich das mal bei Twitter posten oder so, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, den einen Tag, weißt du, jetzt kommen ja so langsam die Insekten rein, weil es draußen kalt ist. Den einen Tag, oder besser gesagt, den einen Abend, den ich hier hatte, habe ich einen Schockmoment gehabt. Ich gehe so, ich würde hier so aus meinem Raum gehen, ne, und über der Tür... Über der Tür, genau in der Mitte. Ich dachte erst, was ist denn das für ein schwarzer Fleck da? Ich gehe näher ran. Plötzlich sehe ich, oh mein Gott, das hat 8 Beine, das Ding. Vor allem, das war nicht klein, das war voll riesig. Das war so ein richtiger Oschi, so ein richtiger Okolyt, wo ich mir dachte, wo kommst du her? Du willst mich doch ärgern. Apropos, du willst mich doch ärgern. Ich rede wieder viel und vergesse die Hälfte. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so ein Riesenviech an Spinne in meinem Raum hier habe. Ich habe mich verjagt so ein bisschen. Eigentlich habe ich überhaupt gar keine Angst vor Spinnen, aber wenn die mal so riesig sind, du erschreckst dich in dem Moment. Hallo, Herr Skeleton! Aua. Er ist vor Freude gestorben. Du erschreckst dich natürlich im ersten Moment dann erstmal gewaltig, ne? Ich dachte, ich hätte hier irgendwo Zuckerrohr gehabt. Was ist denn hier los? Hi. Oh, der hat mich getroffen. Willst du... Du auch. Wie viel sind denn hier? Gleich kommt bestimmt noch ein Creeper um die Ecke. Ich habe irgendwo eine Fackel abgehauen, ne? Ich glaube, das war hier. Ja, habe ich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum ich so ganz komisch rede im Moment. Mit diesen komischen Dialekten, die ich gar nicht kann. Ich bin Niedersachse, hallo? Da redet man voll den hohen Deutsch. Das ist tatsächlich auch nur ein, ja, ist das ein Vorurteil? Ich habe keine Ahnung, ob das ein Vorurteil ist. Na, jedenfalls diese Riesenspinne habe ich... gefangen. Ich meine, es ist ja nicht schwierig, ne? Die sind ja jetzt nicht so bombastisch schnell. Vor allen Dingen haben die eine Reaktion wie eine Schlaftablette, wenn du da ein Glas drüber packst. Ich hab die gefangen. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, die platt zu machen. Ich weiß nicht. Ich tue mich sowieso immer so schwer, irgendwie so ein Insekt irgendwie platt zu machen. Ich schmeiß die eher raus. Ich hab die so genommen, aber die war schlau. Ich hab die rausgeschmissen, ich mach's Fenster zu, plötzlich war sie wieder drin. Weil ich das Fenster nicht so schnell zugekriegt habe. Weil sie nicht so richtig aus dem Glas geflogen ist, wie ich mir das gedacht hatte. Ey, da war natürlich dann erstmal alles perfekt gewesen. Ich habe die Spinne wieder eingefangen irgendwie. Und dann bin ich nochmal vor die Tür gegangen, habe sie rausgeschmissen, habe dann ganz schnell die Tür hinter mir zugemacht und dann war sie weg. Dann war sie auch draußen geblieben. So hat sie vielleicht noch überlebt, ich weiß es nicht. Es war schon ein bisschen kalt draußen. Minusgrade waren es noch nicht, aber es war ansatzweise daran. Hoffentlich geht es der Spinne noch gut. Weißt du, man macht sich doch schon so ein bisschen Gedanken um das Tierchen, ne? Ich erzähle das jetzt hier nicht nur, weil das halt gerade so eine tolle Schlagzeile ist. Nein, ich mache das wirklich. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, dass ich sowas tue, aber ich mache das tatsächlich. Klingt total glaubwürdig, Terra. Das ist, doch, das ist so. Nein, das ist nicht so. Doch, ich habe die tatsächlich rausgeschmissen. Ich mache das sogar mit Mücken. Ich meine, hallo? Die stechen ein. Die traktieren, die quälen ein, wenn sie einen gestochen haben. Dann hast du da erstmal so einen riesen Flunken, der juckt. Oh, ich wollte das hier reinpacken. Aber wenn ich die Mücke fangen kann, mit dem Glas oder mit irgendeinem Bottich, dann mache ich das und dann schmeiße ich die raus. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie krank bin oder so, aber das ist irgendwie so gang und gäbe bei mir. Ganz furchtbar. Es ist so eine ganz blöde Angewohnheit. Ich glaube, wenn das irgendwer mitkriegt, der mich kennt, der lacht sich jetzt mal schlapp.
Nein, das wissen die eigentlich. Tatsächlich. Dass die mit so einem Verrückten irgendwas machen. Also wirklich. Ich bin verrückt. Da wollen wir mal gar keine Anwandlungen machen, dass es nicht so wäre. So, Feder, Belladonna und Inksack. Habe ich denn Tinte? Ja, ich habe Tinte. Habe ich denn Federn? Oh oh. Ich glaube, ich muss den Hühnern an den Kragen. Weil Federn habe ich tatsächlich nicht. Achso, warte. Das wollte ich tatsächlich hier reinpacken. Genauso wie das. Warum mache ich denn das jetzt? Terra ist manchmal etwas, naja, holzverschwenderisch. Ach, das passt hier nicht mal rein. Ich habe so viel... Ich will jetzt nicht sagen Scheiß, aber ich habe tatsächlich irgendwie ganz schön viel Scheiß. Hier sogar so ein Endzwing. So, das haben wir. Ich habe sogar Limestone eingepackt. Frag mich nicht, warum ich Limestone habe, aber ich habe Limestone in der Tasche. Ich habe es ganz zu was gebracht, ne? Ganz schön was zu was gebracht. Was auch immer ich gerade rede, es ergibt keinen Sinn. Birke, Schere. Hier, die Pfeile kommen hier mit rein. Der Bogen. Der Bogen hat eigentlich nur einen Sinn, und zwar, dass der hier mit dem kombiniert wird, damit er ein bisschen heiler ist. So. Ich weiß nicht, wofür ich ein Holzschwert brauche, aber vielleicht gibt es da noch irgendeine Anwendung für. Wir müssen jetzt eigentlich mal suchen, ob wir hier irgendwelche Hühner haben. Ich meine, ich könnte jetzt auch Eier schmeißen, aber nee. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass der Bestand bleibt. Also wieder aufgestockt wird. Ich weiß gar nicht mehr, waren die da hinten am Portal? Ich glaube ja. Ich biege hier trotzdem nochmal ab. Weil wir haben ja hier so viele Seeds drin. Ich glaube bei dem Seeds. Hä? Was? Willst du mich... Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, das ist jetzt doof. Ich wusste nicht, dass das geht. Dass man da mit Samen eine Grasboden machen kann. Das wusste ich nicht. Das ist irgendwie cool. Achso, übrigens unten bei dem Hexenhaus unten im Lager, wo ja die Höhle drunter war, da muss ich mir noch überlegen, wie wir da einen Weg bauen, wie wir nach unten kommen. Ich würde das eigentlich auch gerne mit diesen Bodenklappen machen, die von... von Carpenters Block sind. Ich bin auch gerade nicht auf den Namen der Mod gekommen. Glaubst du es denn? Waren hier nicht irgendwo Hühner? Ah ne, hier waren die Kühe. Wo waren denn die Hühner? Ja. Das könnte interessant werden. Vor allen Dingen, wir haben ja eigentlich eine bescheidene Location. Also ich meine, das ist traumhaft. Aber so tiertechnisch oder so landschaftstechnisch... Naja, eigentlich ist es auch schön, aber es ist irgendwie so wenig Land hier. Ich fühle mich wie so ein Inselbewohner eigentlich. Mehr oder weniger. Dann ist das noch nicht mal richtig verbunden, weil hier Wasser zwischen ist. Huch. Da oben ist ein Huhn. Ich wusste es. Aber sind hier noch irgendwo welche? Ich meine, so ein Huhn ist ganz schön einsam und allein irgendwie. Es ist nur eins? Das kann doch nicht sein. Hatte ich nicht sogar schon mal nach Hühnern gesucht? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ich glaube... Weißt du was? Ich suche jetzt nach einem Huhn, wo mehrere sind. Da sind sie. Ich wusste es doch immer. Es gibt ein Hühnerparadies. Komm mit. So, du. Du? Du? Hä? Doch, geht. Was so ein bisschen unlogisch ist, dass da gleich ein Huhn rausploppt. Normalerweise müsste da ein Ei rausfallen und das dann irgendwie ausbrüten.
Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht kloppen. Welches Huhn ist denn noch nicht getriggert? Das da müsste es eigentlich sein. So, jetzt muss das auch sterben, weil ich es schon einmal geschlagen habe. Oh nein! Ich war noch nie ein Huhn. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Dann hätte ich nicht viel zu tun. War das nicht irgendwie so? Also das Huhn sieht auf jeden Fall das Wasser ganz schön merkwürdig. So, was haben wir denn hier? Federn. Kann ich die auch irgendwie synthetisch herstellen? Oh. Nee. Es gibt tatsächlich keine Rezepte für Federn. Schade. Von Bibliokraft kann ich hier auf jeden Fall auch irgendwas machen. Ich weiß nur den Sinn von Bibliokraft nicht. Bin ich ja ehrlich. Reichen mir die Federn? Ich glaube, ich kill noch einen Huhn. Ich meine, wir haben ja schon für Nachwuchs gesorgt. Eine Feder. Willst du mir... Egal. Was ist das Huhn, was ich am Anfang geschlagen habe, hat deutlich mehr gebracht. Naja. Was habe ich mit der Karte da oben gemacht? Ach so, das wäre, wenn sie nicht aufgedeckt wäre. Aber ich habe sie ja auf aufgedeckt gestellt. Kann ich denn... Oh. Was? Okay, es gibt hier Knöpfe, die... Hoppala. Die will man eigentlich nicht drücken. Ich weiß gar nicht, wofür ist denn die Gruppe gut? Ist das ein Gruppenchat dann, oder... Für was soll das gut sein? Ich hab keine Ahnung. Achso, die Musik ist ja aus. Ich fange immer viel zu spät an, das damit anzu. Hey, ich will da hoch. Geht doch. So, dann müssen wir jetzt einmal kurz schlafen gehen. Oh, Enderman ist auch gut. Ich muss den killen. Der blutet ja lila. Oh, ich muss weg hier. Ich habe jetzt nur eine Schwierigkeit. Wieso habe ich mich denn zum Enderman verwandelt? Ich war doch schon mal Enderman. Der ist auch nicht gerade schnell. Will ich mal gerade anmerken. Oh, ich passe sogar da durch. Ja, ist ja gut. Schieß mich doch mehr ab. Oh, wie viele Personen wir hier schon gekillt haben. Nein, Huhn will ich nicht sein. Lauf! Oh, mein Monster kämpft. Nein! Kämpf nicht gegen den Creeper! Alles nur nicht gegen den Creeper kämpfen. Das könnte ganz böse ausgehen. Dann müssen wir nämlich ein neues Monster züchten. So blöd das auch klingen mag. Hallo! Bleib hier! Was genau macht es? Im Boden versinken. Hallo? Du kommst jetzt mit? Das hat aber gar nicht ge... Ich weiß was, ich ignoriere den jetzt einfach. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass er auf den Creeper zuläuft und dann macht es nur noch zisch, bumm und dann war es das. Für das Viech. Irgendwas wollte ich hier noch rausnehmen. Die Belladonna, natürlich. So, das heißt, wir müssen Belladonna da oben reinpacken, dann das Buch hier in die Mitte, unten das hier und dann hier eine Feder und da die Tinte. Und schon haben wir das Büchlein wieder. Und ich habe hier, glaube ich, keine Eier drin, ne? Doch. Da sind sie. Die sind auch hilfreich. Ich glaube, ich brauche die sogar für manche Sachen. Deswegen habe ich das hier nämlich auch mit reingepackt, weil die für irgendwas wichtig waren. Ich weiß nur nicht mehr für was. Wir essen Reis. So, diese Clay Jars könnten eigentlich mal gebrannt werden. So, jetzt müssen wir mal in das Büchlein gucken. Ich habe nämlich so ein paar Sachen, ein paar Rituale möchte ich mit euch natürlich machen. Selbstverständlich. Rite of Binding ist eigentlich, naja, ich will jetzt nicht sagen, ein tolles Teil.
Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Ich weiß nur, dass es einen Wegstein gibt, den wir machen können. Der beamt mich quasi... Also, dafür muss ich natürlich erstmal diesen Talisman machen. Weil dann kann ich nämlich diesen Weg, hier diesen Waystone irgendwie... Ich glaube, den kann man irgendwie so machen, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh, das habe ich schon mal irgendwann gemacht. Es ist nur schon wieder Ewigkeiten her. Waystone. Waystone, wo bist du? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich bin, glaube ich, blind. Obwohl ich eine Brille aufhabe, sehe ich manchmal Sachen nicht einfach so. Nein. Ich google das gleich sozusagen. Weißt du was? Da ist er. Da sieht das Ding aus. Ach, ist ja noch einfacher. Das ist einfach aus einem Flint und einer Bone Needle. Schon habe ich da einen Wegstein. Also man kann... Upala. Man kann diesen Wegstein nämlich verwenden, um sich dann wieder zurück zu beamen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, wenn ich im Nether bin und dann nach Hause will. Eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Den sollten wir vielleicht... Doch, den machen wir. Den machen wir einfach. Ich will das jetzt einfach austesten. Allerdings haben wir noch eine Schwierigkeit. Wir haben uns noch nicht geschützt gegenüber fehlfunktionierende Zauber. Das ist jetzt schön beschrieben. Wir müssen nämlich eine Voodoo-Puppe bauen. Ich mach mal Witchery. Weil sonst tauchen die hier nämlich nicht auf. Wir brauchen nämlich eine ganz spezielle und das ist die hier. Death Protection Puppet. Das bedeutet so viel wie, dass die mich schützt gegenüber dem Tod. Weil es gibt nämlich manchmal so Zauber, die laufen so ein bisschen aus dem Ruder. Und dann macht es BAMS und dann bist du tot. Dafür müssen wir allerdings dieses spanische Moos irgendwie haben. Und das haben wir definitiv noch nicht. Das heißt, wir müssen also wieder ganz viel zusammenmanschen. Was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber es hilft nichts. Das wird jetzt ein langer Weg. Es tut mir leid. Wir müssen nämlich jetzt tatsächlich... Kaktusgrün. Und ich habe die Kakteen natürlich nicht hier, ne? Ach ja, ist doch wieder ein Träumchen. Oh. Ja, Terra, du hast alles da hinten hingepackt. Halt die Schnauze. Den nehmen wir auch gleich wieder mit nach da oben. Der darf da auf keinen Fall stehen bleiben. Da hätte ich zu viel Angst, dass der irgendwann sich selbst in die Luft sprengt. Ich habe nämlich auch ein paar Kakteen gepflanzt. Man hat es ja vielleicht schon gesehen. Die habe ich nur noch nicht angesprochen, weil das ist ja wirklich sowas, das ist, naja, zweitrangig. Ob man das jetzt hat oder nicht. Ist doch evol vor allem. Ist doch vollkommen egal. Au. So. Jetzt haben wir 9 Kakteen. Die dürften eigentlich ausreichen. In Klammern hoffe ich. Bräuchte noch irgendwas. Das habe ich da, das habe ich da. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Fällt mir da gerade ein. Wir müssen Hühner züchten. Wir kommen da gar nicht drum rum. Und da müssen wir einen Trichter machen, der die Eier auffängt. Kommt der jetzt? Er kommt. Gut. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie einen kleinen Hühnerstall machen. Oh, jetzt hängst du da. Willst du mich äppeln? Vor allen Dingen äppeln. Hey. Nein, da ist keiner. Du kommst jetzt mit. Ja, brauchst mich gar nicht so anzugucken. Alter. Warum habe ich mir nur ein merkwürdiges Monster gebaut? Das hört ja... überhaupt nicht auf mich. Ist ja wie so eine Katze. Also da kannst du auch tausendmal sagen, dass es nicht darf. Und dann springt sie trotzdem auf den Tisch. So, Minion is sitting. Hatte ich hier oben? Ihr hatte ich mein Feld, ne? Ich hatte das ja übergangsweise, hatte ich das ja hier irgendwie mal hingesetzt gehabt. Aber das habe ich ja weggemacht. Das wollte ich da irgendwie so hinmachen. Oh, dafür musste ich mal Erde besorgen, dass wir das hier mal... noch in Erde
machen und dann packen wir da Wasser hin und dann pflanzen wir da die Pflanzen ein. Ich glaube, das ist der einzige logische... Ja, die einzige logische Lösung, das hinzubekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier ins Haus. Und wir nehmen uns so ein paar Utensilien. Ich glaube, die waren es, ne? Die habe ich ja extra dafür gemacht. War das das? Ja. Da ist es immer noch. An derselben Stelle. Ich brauche 4 jeweils. Das heißt, ich habe 2 Fläschchen. Das heißt, ich brauche 8. 2 davon, 2 davon. Wie viel haben wir? 38. Naja. Ist ja fast nichts, ne? Was wir da haben. Dann Eier. 2 Stück. Dann brauchen wir... ich hab's vergessen. Nein, ich hab's eigentlich nicht vergessen. Wir brauchen einen Knochen. Den müssen wir einmal zerkloppen. Fehlt noch was? Ich will's gar nicht aus meinem Kopf saugen. Da, 2 Stück hiervon. So. Das heißt, 2 Eier. Das kommt da rein. Ich habe noch irgendwas vergessen. Irgendwas fehlt doch noch. Ach, das Kaktusgrün natürlich. Das Wichtigste vergessen. So, komm. Wenn wir hier schon 2 Holzblöcke reinpacken, dann können wir da oben auch 3 Kakteen reinpacken. Hier packen wir mal den Rest der Kakteen rein. Selbst auch die Seeds, vielleicht brauche ich sie ja nochmal. Ein Kaktusgrün haben wir schon mal. Mal kurz was trinken. Moment. So. Jetzt geht es mir gleich wieder viel besser. So, jetzt haben wir 3 Kaktusgrüns. Greens. Da 2 rein. Dann machen wir hier 2. Dort 2, da 2, da 2. Hier 2. Da die 2 rein. Hier, achso, da die 2. Und das Ei in die Mitte. Und schon haben wir Mutandis. Ja, Mutandis. Ich weiß gar nicht, wofür Mutandis Extremis gut war. Aber ich glaube, Mutandis Extremis hat nochmal irgendwas Besonderes gemacht. Man muss es so leider so betonen. Wir sollten es vielleicht mal ausprobieren. Weil ich weiß, dass ich hiermit auch relativ viel zaubern kann. Auch das spanische Moos kriegen wir dadurch. Ach ja, das geht nicht. Warte, ich habe doch noch... Habe ich noch? Wir nehmen einfach mal einen Oak-Setzling. Also einen Eichensetzling. Den schmeißen wir, den pflanzen wir mal an diese Stelle hier. So, dann zack. Nein, Gras will ich nicht. Hartron-Setzling. Warte mal, Hartron? Habe ich Hartron schon? Was ist das hier für ein Baum? Hartron, okay. Brauchen wir also nicht. Fahren brauchen wir nicht. Spanish Moos, da ist es. Aber jetzt, ach, die Schere haben wir. Yay! So, und ich glaube zu wissen, spanisches Moos wächst nach am Baum. Ich glaube, ich pflanze das hier mal an den Baum. Boom. Ja. So, jetzt müsste das eigentlich runterwachsen, wenn wir Glück haben. Und dann haben wir bald das spanische Moos zusammen. You can only sleep at night. Ja, ich weiß. Was wir aber trotzdem mal machen, ich möchte mal wissen, was der Unterschied zwischen Mutandis Extremis ist und diesem hier. So. Hat das bessere Effekte? Könnte natürlich sein. Vielleicht kriegen wir da irgendwas raus, was gar nicht sein soll. Kann ich damit vielleicht nur mal... Ach so. Wir pflanzen einfach nochmal einen Baum. Und dann bin ich ja mal gespannt, was passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe das noch nie benutzt.
Eine Mannrake. Aha. Rose? Gras? Mushroom? Hartonsetzling? Farn? Was? Ich kann hier Pflanzen pflanzen einfach. Was ist das? Pumpkin. Von mir aus, du kannst da gerne wachsen. Wenn der einmal gewachsen ist, das wird doch irgendein besonderer Kürbis sein, oder? Teile Pumpkins, Stemname. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das bedeutet, aber wir lassen das einfach mal stehen. Ist es ein Minecraft-Teil? Nee. Doch. Wir warten einfach mal ab, ob das jetzt wirklich ein Kürbis ist oder ob das irgendwas anderes ist. Ich habe keine Ahnung. So,